Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer du das hier siehst. Und willkommen zu einer glücklichen Erinnerung daran, dass deine einzige Funktion, meine einzige Funktion, unsere einzige Funktion tatsächlich Vergebung ist. Und das macht die Dinge sehr viel einfacher, denn selbst wenn wir denken, wenn ich Probleme habe, braucht es halt irgendwas von mir an, etwas anderes als Vergebung. Aber Jesus sagt, jedes Problem, jeder Schmerz ist im Kern wirklich Nichtvergebung, dass ich nicht vergeben habe. Und das bestätigt sich auf so viele Arten und Weisen immer und immer wieder. Und natürlich beinhaltet das, dass die Lösung, die durch Vergebung kommt, auch eine Form sein kann. Aber die kann ich nicht selber vorgeben, weil ich in meinem unvergebenen Geist keine Ahnung habe, was die Lösung sein könnte. Und daher sind wir hier in Lektion 330. Ich will mich heute nicht wieder selbst verletzen. Also meine Funktion ist nicht, jemanden darzustellen oder etwas zu sein oder mir auszudenken, was ich mit meiner Funktion jetzt machen kann oder was daraus hervorkommen kann oder sonstiges, sondern einfach nur zu sehen, mein Frieden liegt einzig und allein in dem, was dich und mich als eins bestätigt, als das, was unveränderbar ist. Und daran können wir wirklich nur sagen, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ich will mich heute nicht wieder selbst verletzen. Lass uns an diesem Tage die Vergebung als unsere einzige Funktion annehmen. Warum sollten wir unseren Geist angreifen und ihm Bilder des Schmerzes geben? Weshalb sollten wir ihn lehren, dass er machtlos ist, wenn Gott uns seine Macht und seine Liebe hinhält und ihn bittet, das zu nehmen, was bereits sein ist. Der Himmel ist hier und jetzt. Keine andere Zeit, kein anderer Ort, kein anderer Zustand. Nur eine gegenwärtige Erinnerung daran, dass wir das noch nie verlassen haben, was uns schon gegeben ist. Der Geist, der bereit gemacht wird, die Gaben Gottes anzunehmen, ist dem reinen Geist zurückerstattet und dehnt seine Freiheit und seine Freude aus, wie es der Wille Gottes vereint mit dem Seinen ist. Das Selbst, das Gott schuf, kann nicht sündigen und kann daher nicht leiden. Lass uns heute die Wahl treffen, dass er unsere Identität sei und so auf immer allen Dingen entrinnen, die der Traum der Angst uns anzubieten scheint. Ah, es ist so eine Befreiung. Und mein weltliches, ich habe viele weltliche Beispiele, aber eins, was für mich hervorsticht, ist. Und da klingelt es direkt. Ich werde genau mal hier Schluss machen, denn wir fangen auch gleich mit der Session mit Anna und Ken an. Und wir haben ja auch jemanden vor der Tür stehen. Okay, alles Liebe euch. Weißt du Bis was? gleich.